Paris Hilton hat die Hochzeitslocation gewechselt, die Cooking with Paris Prominente bereitet sich darauf vor, mit ihrem Verlobten Carter Reum den Bund fürs Leben zu schließen. Und jetzt, kurz vorher, entschied sich die Blondine um und wählte einen ganz besonderen Ort zum Heiraten aus. Sie hat sich vor etwa einer Woche geändert. Sie wurde mehrere Male geändert, verriet ein Hochzeitsgast gegenüber Page 6. So finde die Hochzeit nun auf dem Anwesen ihres 2019 verstorbenen Großvaters Baron Hilton in Bel Air statt. Ursprünglich wollten sie in der Kirche heiraten, aber dann haben sie sich vor etwa einer Woche umentschieden, so der Gast weiter. Paris verriet kürzlich gegenüber Extra: Es ist die aufregendste und romantischste Zeit in meinem Leben, ich kann die Hochzeit einfach nicht erwarten. Es ist stressig, sie zu planen. Aber Mutter Cathy beruhigte ihre Tochter und meinte: Ich hatte gestern ein 3,5-stündiges Meeting und ich möchte, dass ihr wisst, dass ihr euch keine Sorgen machen müsst. Sie ist da sehr entspannt. Es geht um den Bräutigam. Woraufhin Cathys Tochter einsprang, um ihren Verlobten zu verteidigen und erklärte, dass er einfach sehr organisiert, sehr verantwortungsbewusst sei. Die 40-jährige Hotelerbin war nicht allzu erfreut, als Cathy damit begann, Details über die Hochzeitspläne mitzuteilen. Cathy fügte hinzu: Ich plane es, er macht seine Party, dann haben sie ihren Karneval. Ihre Tochter unterbrach sie dann und rief: Mama. Thank you.